Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Pokémon Legenden Arceus. Ihr habt es vielleicht gesehen im Community Post. Meine große Klausur ist weg. Ich habe noch eine im September, aber ich habe jetzt erstmal wieder mehr Zeit. Das heißt, die Folgen sollten auch jetzt demnächst wieder pünktlicher kommen. Abgesehen davon, dass mein Upload gerade irgendwie nicht gut ist. Ich habe auch immer noch den Kundenservice nicht erreicht. Das ist unfassbar. Deswegen, die kriegen jetzt irgendwie eine Mail oder so ein Ticket oder so. Ist auch egal. Dann, wenn der Upload irgendwie 4 Stunden für ein 20-Minuten-Video dauert, dann liegt das nicht mehr so zu 100% in meiner Hand. Ich gebe mir Mühe, dass das alles jetzt wieder pünktlich kommt. Und ich werde jetzt demnächst auch wieder ein bisschen vorproduzieren. Das sollte dann auch helfen, dass die Sachen wieder ein bisschen pünktlicher kommen. Heißt aber, ich habe demnächst auch Zeit, ja, die ein oder andere, größere Nebenmissionen vorzubereiten. Jetzt heute noch nicht, heute ist jetzt unmittelbar der Tag nach der Klausur. War ganz komisch, einen Tag nichts gepostet zu haben. Ich habe mir ja dann nach der Klausur die Zeit genommen und es gab hier keine Folge gestern. Ah, war ganz komisch. Irgendwie hat sich das voll falsch angefühlt, aber egal, es ist jetzt mal passiert. Wir wollen jetzt hier auch gar nicht zu lang quasseln, auch wenn ich das ganz gerne tue. Aber dafür habe ich später im Stream noch Zeit. Wobei ich weiß nicht, ob diese Folge überhaupt vor dem Stream online kommt. Deswegen hier noch einmal für euch der freundliche Hinweis. Ich streame. Und zwar dienstags ist im Moment immer Legend of Zelda. Seht ihr alles im Community Post? Ja, jede Woche gibt es da eine Übersicht. Dann beenden wir diese Woche Tales of Arise, hoffentlich, wenn das Internet nicht wieder reintrollt. Dann gibt's sonntags immer einen schönen cozy Stream. Gerade aktuell Bandle Tale, da sind aber noch ein Haufen Games, die ich geplant habe. Auch kleinere Games, die dann in dem Stream beendet werden können. Und ich habe genug Werbung für meine Streams gemacht. Habe ich gar nicht. Ich habe vor, wahrscheinlich, es ist noch nicht zu 100% sicher, aber Baldur's Gate zu streamen, wenn Tales of Arise beendet wird. Nach Flintlock dann auch. Also, wenn euch das interessiert, seid gern dabei und schaut in die Community-Post oder kommt auf den Discord-Server. So, genug Werbung. Wir fangen jetzt mal an. So, hallo. Das ist eine Nebenmission, die ich schon am Anfang markiert hatte, weil wir die hier in der Stadt annehmen müssen. Und sonst haben wir noch 2 im Weißen Frostland. Und deswegen, dann habe ich da so ein bisschen Struktur. Ich habe mir vorab Gedanken gemacht, ja. Ihr seht, ich bin wieder mit Energie dabei. Wenn auch ohne Make-up, es ist heiß und es lohnt sich nicht. Naja. Oh, ein Mitglied des Forschungstrupps. Sag mal, könntest du diesem Palimpalim hier beim Umzug helfen? Ah, ich liebe Palimpalim, ne? Ich weiß nicht warum, aber ich liebe es. Ich finde es so süß. Irgendwann hat das Palimpalim es sich einfach unter meinem Vordach gemütlich gemacht. Es macht zwar keinerlei Ärger, aber mir ist einfach nicht wohl in der Nähe von Pokémon. Ich habe schon mit ein paar Hausbesitzern gesprochen, die Palimpalim aufnehmen würden. Deine Aufgabe wäre es nun zu überprüfen, ob es ihm dort auch gefallen würde. Ich selbst kenne mich nämlich überhaupt nicht damit aus, was Palimpalim mag und was nicht. Bitte schau zuerst beim Haus der Landwirte in der Nähe des Ackers vorbei. Vielleicht findest du dort ein Plätzchen, an das sich das Palimpalim in Ruhe hängen kann. Ja, okay. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass diese Quest tatsächlich weiter in der Stadt geht. Ich dachte, wir wären hier in irgendeinen anderen Bereich dann nachher gelockt. Aber naja, okay. Ein bisschen hier Stadtmission. So. Hallöchen, hier, euer Dach, ist das gut genug? Ich meine, da hängt Gemüse und sowas, ne? Komm, Palimpalim, ist doch schön. Ach, was, warum? Das ist doch voll die schöne Kulisse. Hier, du, hier neben dem... Ach, ich kenne die Begriffe der einzelnen Dinger nicht. Ich könnte meinen Mauszeiger nicht sehen. In der Mitte haben wir Maiskolben, darunter, das könnten jetzt Aprikosen oder sowas sein. Aber warum sollte man die zum Trocknen aufhängen? Pfirsiche? Egal. Und links würde ich jetzt als Rettich bezeichnen. Ich glaube, diese spezielle Art ist Daikon oder irgendwie sowas. Korrigiert mich gerne. Naja, okay. Das finde ich ein schönes Bild, Palimpalim. Was ist dein Problem? Es scheint die Windrichtung nicht zu mögen. Okay. Das ist ein Argument. Das ist ein Argument für ein Pokémon, was da irgendwie rumschwebt und, naja, auf den Wind reagiert. Also... Okay, die Begründung nehme ich an, Palimpalim. Ist okay.
Außer es ist ein vorgeschobener Grund. Dann akzeptiere ich den natürlich nicht. Naja, gut. Erstatten wir Bericht. Hallo, du wirst den Palim-Palim wohl doch nicht los. Ach, hier weht der Wind also angenehmer, ja? Das kann ich verstehen. Ich mag ihn auch sehr. Oh mein Gott, das ist süß. Wie wäre es dann mit der Hütte am Meer? Dort weht auch ein schöner Wind. Oh nein, bis ans Meer müssen wir jetzt latschen. Wir können das aber ein bisschen abkürzen und hier eine Schnellreise nehmen. Ich glaube, das geht tatsächlich schneller, weil wir echt langsam laufen. Wenn ich jetzt noch die richtige Richtung hinbekomme, dann sind wir tatsächlich schneller. Ich wünschte, wir könnten hier auch unsere Reittiere verwenden, aber ich glaube, das würde hier allen Leuten nur Angst machen. Ich hoffe, das ist die Begründung dafür, sonst sehe ich hier keinen Grund, warum wir das nicht benutzen können. So, hallo. Palim, Palim, wie ist hier? Ach, was ist los? Es scheint ihm zu einsam zu sein, weil hier keine Menschen sind. Oh, ja, okay. Das kann ich auch nachvollziehen. Ja. Am Ende behält der Dorfbewohner das Palim Palim einfach, weil er jetzt das immer mehr kennenlernt und sich denkt, ach, so schlimm ist das gar nicht. Vielleicht fühle ich mich in der Nähe von dem Palim Palim doch dann nicht mehr so unwohl. Jetzt laufe ich doch in die Stadt zurück. Naja, dann haben wir jetzt einen ultimativen Speed-Vergleich. Was ist schneller? Teleportation oder das Rennen? Der Ladebildschirm oder das... Kann ich das hier Rennen überhaupt nennen? Es ist ein Joggen, oder? Ich glaube, die Teleportation wäre schneller gewesen. Egal, jetzt wissen wir es ein für alle Mal. So, was dürfen wir noch überprüfen? Oder reicht dir das schon, dass du dein Palim Palim behalten möchtest? So, hallo. Es ist also gerne an belebten Orten. Dann ist man selbst auch gleich viel energiegeladener, nicht? Wie wäre es dann mit dem Übungsplatz? Dort halten sich immer viele Mitglieder des Sicherheitstrupps auf und es geht sehr lebhaft zu. Na klar. Aber jetzt wissen wir ja gar nicht, ist der Wind am Übungsplatz denn gut genug? Wir könnten uns ja jetzt wieder am Kreis drehen. Und wenn Palim Palim da jetzt der Wind wieder nicht passt, na, dann sind wir wieder keinen Schritt weiter. Egal, schauen wir mal kurz nach. So. Wie sieht's aus, Palim Palim? Sieht's irgendwie deplatziert aus. Was? Das ist... Okay. Wir haben den Ort gefunden. Oh, sie möchte das dann nicht haben. Ist das dein Palim Palim? Hätte es vielleicht Lust, mit uns zu trainieren? Wir merken uns. Nehmt Palim Palims nicht für Pokémon-Kämpfe. Scheinbar wollen sie das nicht. Quält die armen, kleinen, süßen nicht. Es scheint keine Kämpfe zu mögen. Ich wusste nicht, dass ich Palim Palim noch mehr lieben kann. Aber es ist möglich. Ja, da fällt mir ein. Hallo? Attacken beibringen. Und zwar ging es um Garados. Da den Kommentar habe ich nicht vergessen. Jetzt muss ich das blöde Garados nur noch finden. Hier ist es nicht... sehe ich es jetzt auch nicht. Ich muss irgendwann mal hier diese Box sortieren. Das ist ja schrecklich. Kein Garados. Ich hasse es, wenn ich nur so schnell überfliege, dann denke, ja, okay, es ist da nicht. Ich aber nicht gründlich geguckt habe. Und dann ist es am Ende doch da. Ich habe halt, naja, nur nicht richtig geguckt. Am besten schreibt gleich irgendwer, da bei Weide so und so, das hätte man doch sofort sehen können. Also so langsam sollte es mal kommen. Ich habe noch einen Garados. Was ist... Ich habe damit gekämpft.
Ich habe es ganz sicher nicht freigelassen. Okay, das ist jetzt peinlich. Ich habe es wirklich übersehen. Oh Gott. Mist. Hä? Ich habe doch einen Garados. Wo ist das? Ich bin das jetzt alles langsam durchgegangen. Hä? Wo ist mein Garados? Hier ist es nicht. Erste Reihe? Nö. Zweite Reihe? Auch nicht. Dritte Reihe? Auch nicht. Vierte Reihe? Auch nicht. Fünfte Reihe? Auch nicht. Erste Reihe? Nö. Zweite Reihe? Nö. Dritte Reihe? Nö. Fünfte? Jetzt habe ich mich verzählt, egal. Vierte? Nö. Fünfte? Nö. Erste? Nein. Zweite? Nein, das ist ja nicht. Aber ein Pokémon verschwindet doch nicht einfach. Ich habe doch damit gekämpft. Wo ist es denn hin? Oh, ich hab's. Oh mein Gott. Mein Gott. Garados. So, es ging darum, was kann es denn alles erlernen? Was könnte man hier dem Garados denn beibringen? Wir können ihm Eiszahn beibringen, Zertrümmerer, Dampfwalze, Erholung, Eisenschädel, Eisenschweif, Eissturm, Gigastoß, Steinkante, Wutanfall, Flammenwurf, Donnerblitz, Eisstrahl, Finsteraura. So, ich hoffe, das hat die Frage beantwortet. Und sonst, abseits davon, weiß ich nicht, was wir dem sonst beibringen können. Man hat ja ein paar Attacken so freigeschaltet. Aber das sind auf jeden Fall, ja, die, die man hier freischalten kann. Mein Gott, also das war jetzt... Also, jetzt muss ich wirklich Stück für Stück durchgehen. Ich habe es einfach nicht gesehen. Einfach nicht gesehen. Naja, egal. Wir erstatten wieder Bericht. Palim Palim mag keine Kämpfe. Zumindest dieses spezifische Palim Palim nicht. Wir können ja hier jetzt nicht für alle Palim Palims sprechen, ne? So. Hallo. Es gibt eben auch Pokémon, die nicht gerne kämpfen. Was? Bitte entschuldige, Palim Palim. Du hattest sicher Angst. Nanu, versucht es mir etwa zu sagen, dass ich es mir nicht so zu Herzen nehmen brauche? Und wie wäre es mit dem Haus nebenan? Es ist fast identisch mit meinem... Ich habe eben mit den Nachbarn gesprochen. Sie hätten nichts gegen ein Palim Palim an ihrem Haus. Na klar. Ach komm, das Palim Palim will zu dir. Akzeptier es, hab's lieb. Ach, weißt du... Jetzt habe ich dich extra herumgeschickt, um ein neues Zuhause für Palim Palim zu finden, aber ich glaube, letztendlich ist es bei mir doch am besten aufgehoben. Durch dich verstehe ich besser, wie sich Palim Palim fühlt, und ich glaube, dass wir ganz gut miteinander auskommen werden. Außerdem ist mir klar geworden, dass Palim Palims Ruf unter meinem Vordach irgendwie schon zu meinem Alltag gehört. Ja, Happy End! Palim Palim, du bleibst also von jetzt an bei mir, ja? Vielen Dank für deine Hilfe. Ich bin wirklich froh, dass du bei uns im Dorf bist. Na klar. Ich hätte auch gerne ein Palim Palim an meinem Vordach, wenn ich ein Vordach hätte. Und ein Palim Palim. Naja, scheitert an ein paar Sachen haben. Okay. So. Wozu ich denn jetzt kommen wollte? Erstens, ich glaube, wir haben schon mal ein Trassler gefangen. Ne? So, hallo, ja. Jetzt beginnt wieder das von vorne. Ein spezifisches Pokémon suchen. Das kann ja nur gut werden. Ich meine, wir haben eins gefangen. Ich bin mir fast sicher. Ich könnte jetzt die Suche nach dem Pokémon-Typ anfangen. Ne? Das Problem ist, ich glaube, Trassler ist Psycho, aber ich bin mir nicht sicher. Oh, man kann doch spezifisch nach Pokémon-Namen suchen. Oh mein Gott, ich bin so ein Idiot.
Das sieht schlecht aus. Ich habe doch kein Trassler gefangen. Ah, okay, haben wir das auch geklärt. Dann, ach nee, dann lass mich trotzdem irgendein anderes Pokémon als irgendwie Inkognito mitnehmen, was ich dann vielleicht entwickeln kann. Hier, ich weiß nicht, wie du dich entwickelst, aber vielleicht entwickelst du dich per Level und dann passiert's. Sonst, naja, egal. So. Dann wollen wir nämlich raus ins Weiße Frostland, denn ich hatte gedacht, das Trassler packen wir ins Team als kleine Hilfe. Wir brauchen nämlich ein Kirlia. Kirlia können wir im Weißen Frostland fangen. Und dann gibt es da noch die Pilzsuche mit Quiekel und da muss man auch mit jemandem im Weißen Frostland reden. Das war so die Idee. Naja, ich muss sagen, dafür, dass ich mich vorbereitet habe auf die Folge, lief das jetzt aber ganz schön nicht so, wie ich mir gedacht hätte. Naja. So ist es doch am Ende immer wieder. Ich habe hier neue Hyperbälle übrigens gekauft, damit ihr versteht, warum wir nicht mehr so viel Geld haben und warum wir plötzlich so viele Hyperbälle haben. Also nur so zur Transparenz. So, ich möchte gerne ins Weiße Frostland. So. Kilia konnte man an einer speziellen Wiese, meine ich, fangen. Da hatten wir die schon mal gesehen. Da hatten wir nach Strandrettichen oder sowas geschaut. Und, ja, jetzt müsste ich nur reproduzieren, wo das denn war. Ich glaube, hier. Und irgendwo hier ging das auch noch. Ach, egal. Wir teleportieren uns mal hier erstmal in die Perlsiedlung und schauen hier mit dem Ort, den ich markiert habe. Da war ich mir eigentlich ziemlich sicher. Ich entscheide mich fürs Fliegen. So. Ich meine, das war hier. Wir sollten auch so viel Fittlauch mitnehmen, wie wir können übrigens. Oh Gott, jetzt haben wir mich doch ge... Ah, nee, nee, nee. Oh Gott, okay. Das Kirlia hat uns ge... Nein! Verdammt. Ich glaube, das wird eh fliehen, wenn es uns sieht. Das ist actually ziemlich schlecht gelaufen. Squirtle, damit würde ich mich jetzt auch ungern anlegen. Als ob da nur dieses eine Kirlia spawnt. Und ich jetzt... Und ich es angerannt habe. Ah, oh mein Gott. Okay. Ich habe verstanden. Du willst kämpfen. Psycho gegen Psycho ist übrigens super. Okay, du hast Mondgewalt, das geht dann natürlich schon besser. Das habe ich auch. So cool bin ich. Ach, du bist Level 70. Jo, what? Also, so viel weiter im Level sind wir nicht. Egal. Wir machen das jetzt mal hier einfach ein bisschen. So. Okay, ja, da machen wir gleich nochmal. Oh, 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 du, ey, du machst mir nach. Oh, du meinst mir wirklich nach. Wahrscheinlich, weil du fast dieselben Moves hast wie ich. Und alles andere halt auch wirklich keinen Sinn macht. Ja, dann machen wir ein Luna-Gebet. Und ziehen das hier auch noch mit so richtig schön in die Länge. Weil wir machen ja nicht viel Schaden. Ich könnte das Pokémon wechseln, ein bisschen mehr Schaden machen. Okay. Ich hab's verstanden, mein Move ist aber viel cooler, weil ich in einer Rauchwolke gehüllt bin und du mich jetzt seltener treffst. Okay, du hast die Tempotechnik aktiviert, du wirst mich jetzt treffen. Das ist ungünstig. Ha, aber jetzt hast du verfehlt. Haha. So, take that. Das heißt, ich kann jetzt ein bisschen mehr Schaden machen. Und ja, ich würde es halt gleich gern fangen. So ein Elite-Gwardere ist wahrscheinlich ganz cool. Nein, Cresselia ist wieder zu sehen. Meine Rauchwolke war nicht sehr gut. Nein, wenn es jetzt wieder krittet. Ja, okay, das ist jetzt. Also, wir können hier eine kleine Endlosschleife rausmachen. Ja, vielleicht wechsle ich doch das Pokémon. Das wird ja hier, das wird ja peinlich. Das wird ja einfach nur peinlich. Eieieiei. Naja. So, bitte keine Genese. Okay, hat mich getroffen. Super.
Ich werfe jetzt mal einen Ball und hoffe, dass es drin bleibt. Und dann, wenn es nicht drin bleibt, dass es nicht sofort Genesung einsetzt. Dann haben wir nämlich wieder ein Problem. Dann werde ich das Pokémon wechseln. Das war's. Das heißt, oh, danke schön, Gordova. Danke, das hätte jetzt hier echt unnötig lang werden können. So. Okay, wir haben ein Gordova. Das ist ja schön. Aber wir sind hier wegen einem Killia. Da hinten ist wieder eins. Das freut mich. Jetzt dürfen wir sie nur nicht verscheuchen. Das ist hier ein Riesenproblem. Liebes Killia. Habe ich irgendwie noch Schleichspray? Nee. Ich besitze aber Rauch... Nein, nein. Rauchdinger besitze ich auch nicht mehr. Ich habe nur Knallkugeln. Ja, also sei brav und sieh mich nicht. Oh, warum legst du dich denn schlafen? Oh. Mit Nahrung gefüttert. Ja, nee, sorry. Ich mach mich mal hier bereit. Für den Fall der Fälle. Oh, danke schön. Okay, Guinness, wir haben ein Killia. Das ist für unsere Nebenmission super. Aber wir wechseln eben einmal ganz kurz den Auftrag. Wir sind ja gerade im Weißen Frostland und um die Quest abzuschließen, müssen wir, naja, wieder nach Jubeldorf. So. Ach, guck mal, ist ja sofort in der Nähe. Sehr praktisch. So. Und dann reiten wir hier geschwind. Ja, irgendwas hat mich gesehen. Irgendwas sieht mich ja immer. Hallo. Mensch, bin ich froh, dass du mich ansprichst. Ich brauche unbedingt jemanden, der mich im Schnee im Schnee nach Pilzen sucht. Der Perlclan hat mir nämlich verraten, dass hier am Geistesfelsen sehr kostbare Pilze wachsen. Aber um im Schnee nach Pilzen zu suchen zu können, braucht man ein Quiekel. Ich wäre dir daher sehr dankbar, wenn du zusammen mit einem Quiekel 3 Pilze für mich finden würdest. Ich verlass mich auf dich. Okay. Klar, wir nehmen Quiekel in unser Team auf. Also Quiekel haben wir, glaube ich, haben wir genug. Da bin ich mir jetzt sicher, dass wir Quiekel haben. Nicht du? Du, hi. Pokémon. Ich hätte gern ein Quiekel. Da ist es doch schon. Ich wollte gerade sagen, die sollte ich schneller sehen. Ich hau mal das Urmadame hier raus. So. Dann reite ich da wieder hin, weil auf dem Weg sehe ich vielleicht das, den ein oder anderen Fittlauch. Na gut, so viel zum Reiten. Wir müssen ja einmal über die Schlucht drüber. Weil wir brauchen 100 Fittlauch, ne? 100. Es ist viel. 100 ist 100. So, guck mal, hier haben wir doch direkt einen Fittlauch. Hat sich gelohnt. Hat sich gelohnt. So. Ah, hier ist nur Holz. Holz ist ja langweilig. Na, ich glaube, den Weg, den ich gehe, der ist jetzt nicht so optimal zum, oh Gott. Das hat sehr gut funktioniert. Nicht so optimal zum Fittlauch suchen. Vor allem, wenn man auf dem Wasser ist. Ich habe noch nicht so viel von Gemüse im Wasser gehört. Zählen Algen als Gemüse? Nee, ne? Sonst könnte man wahrscheinlich sagen Algen, aber naja. Nein! Warum fliehst du? Egal. So, Kollege. Ich habe, was du willst. Ja, Quiekel, was findest du Schönes? Oh, bist du etwa fündig geworden? Mensch, was ein prächtiger Pilz. Jetzt fehlen nur noch 2 Pilze. Ein Quiekel sollte sie für dich hier beim Geistesfelsen erschnüffeln können. Ich finde gut, dass das hier immer noch markiert ist. Soll ich das einfach mal rausholen? Nee, okay. Was will mich denn da angreifen?
Du willst mich actually mal angreifen? Ja. So, dann greife ich dich an. Tja. Bisschen unfair hier, das Riesentornopto Level 73 gegen das Level 26 Kelia. Egal. Hier vorne ist noch ein Baum. Quiekel scheint plötzlich ganz aufgeregt zu sein. Vielleicht befindet sich etwas unter dem Schnee. Oh, das ist kein Pilz, glaube ich. Das ist ein Pflanzending, oder? Schnee bedeckt mich. So ein Pflanzending und wird zu, irgendwie zu Tanzer? Irgendwas habe ich da im Kopf. Nee, du bist ein Dex-Bizarre am Ende, oder? Ach Mann, ich habe keinen Plan. Egal. Kann man wegbrennen. Ich meine, das ist ein Pflanzending, theoretisch. Egal, ihr korrigiert mich. Ja, ihr macht das. Ja, hast du dich geirrt oder waren da jetzt noch Pilze? Ich hatte schon befürchtet, dass du nur gegen Pokémon kämpfst, statt Pilze zu sammeln. Bro, warum? Aber das hier ist ein Pilz erster Klasse. Du bist wirklich talentiert. Nein, nicht ich bin talentiert. Das Quiekel. Gib doch die Credits zum Quiekel. Mann. Jetzt fehlt nur noch ein letzter Pilz. Ein Quiekel sollte sie für... Ja, ich habe verstanden, wie ich das mache. Aber danke nochmal für die Erklärung. So, wo war der letzte Bereich? Bin ich halt ein bisschen raus. Da hinten, ne? So. Ah Mensch, noch ein Kelia. Aber damit halte ich mich jetzt nicht auf. Bin ich blind? Wohin? Da vorne. Orientierung habe ich definitiv drauf. So. Was? Du hast schon einen gefunden? Bin ich froh, dich um Hilfe gebeten zu haben. Vielleicht solltest du dir ein eigenes Quiekel besorgen. Ja, ich soll dir Bericht erstatten. Hallo? Bericht? Gute Arbeit. Dank dir und Quiekel bin ich jetzt stolzer Besitzer von 3 Pilzen. Es hat richtig Spaß gemacht, mit dir und deinem Pokémon auf Pilzsuche zu gehen. Lass uns das irgendwann wiederholen. Vielleicht woanders und mit neuen Pokémon-Helfern. Aber Quiekel wird schwer zu übertrumpfen sein. Es hat wirklich ein sehr feines Näschen. Quiekel soll quasi auch ein Schweinchen sein. Und Schweine werden ja auch zur Suche nach Pilzen, vor allem Trüffel, deswegen Trüffelschwein, eingesetzt. Das ist sehr interessant, diese Verbindung. Okay, ja. Ja, ich finde Schweine übrigens wirklich faszinierende Tiere, wenn man sich mit denen mal auseinandersetzt. Schweine sind übrigens nicht unrein, das ist ein Vorurteil. Das sind sehr reinliche Tiere, die mögen es nicht dreckig, nur wie wir sie halten, ist sehr unreinlich. Aber wenn man die unter vernünftigen Maßnahmen hält, die räumen tatsächlich, da hatte ich gesehen, so, die haben so einen Stall mit so verschiedenen Stroh und sowas so und dreckiges Stroh haben die alle ausgeräumt, haben die wieder aus ihren Stall da rausgepackt, weil das tatsächlich reinliche Tiere sind, die mögen es gerne sauber und ordentlich und sie sind sehr soziale Tiere. Wenn ein verletztes Schweinchen in ihrer Gruppe ist oder eins mit einer Behinderung oder besonders alt, dann pflegen die das und füttern das und stellen sicher, dass das auch versorgt ist. Deswegen, Schweine sind sehr, sehr sensibel und sehr, sehr schlau und haben einen viel zu schlechten Ruf, sind eigentlich sehr faszinierende Tiere. Schaut euch mal ein bisschen Schweinchen an. Sind tolle Tiere, tolle Tiere. So, genug geredet. Das hatten wir. Angeblich war es auch Quiekel, die heißen Quellen der Per-Siedlung entdeckt haben. Vielleicht sollte ich mich mit einem Quiekel zusammentun. Pilzsammler Morel und sein Quiekel, die Meisterschnüffler. Klingt großartig. Ja, mach das mal. Hol den Quiekel und geh mit dem zusammen auf Pilzsuche und frag nicht mich. Es ist doch super. So. Wir kehren zurück hier nach Jubeldorf. Beenden noch die Quest mit dem Kirlia. Da geht es, glaube ich, nur um eine neue Frisur. Und dann endet auch schon wieder die Folge.
Aber wir hatten doch jetzt hier eine schöne Zeit dann zusammen, haben ein bisschen was gemacht und ich glaube, in der nächsten Folge schaue ich, dass das vielleicht eine der, ja, ich sag mal, längeren Aufgaben ist. Zum Beispiel die Geisterlichter kann ich mir vorstellen. Oder die Legende des Meeres. Eins von beiden, ich schau mal. So, ins Dorf zurückkehren. Yes. Ich versuche ein bisschen die Ladezeit zu überspielen. So. Das kriege ich, glaube ich, aus dem Kopf hin. Da muss ich jetzt nicht die Quest markieren. Hallo. So, wegen des Auftrags. Oh, hast du ein Kelia, das du mir zeigen kannst? Ja, in der Tat. Das habe ich. Bitteschön. Das heißt, dass Kelia anfangen zu tanzen, wenn sie guter Stimmung sind. Wenn ich tanze, wirbeln meine Haare immer so schön durch die Luft. Ja, so eine Frisur soll es sein. Aber wie gehe ich das am besten an? Das ist es. Ich hab's. Mir ist eine großartige Frisur eingefallen und dazu auch noch die ideale Haarfarbe. Das habe ich alles Kelia und dir zu verdanken. Was meinst du? Willst du sie nicht mal gleich ausprobieren? Wisst ihr was? Ihr seht ja gar nicht, was ihr hier verpasst. Wir haben hier die ganze Zeit eine und dieselbe langweilige Frisur. Wie teuer ist das? Okay. So, jetzt, wir schauen uns erstmal die neuen Frisuren an und machen die Folge noch viel länger als notwendig. Aber egal. So, okay, wunderbar. Was darf es sein? So, also, wir können Verschiedenes wählen. Wir können hier kurz wählen. Das sieht schrecklich aus. Das sieht toll aus. Das ist halt ein Klassiker, ne? Das ist... Die Frisur finde ich tatsächlich auch ganz cool. Die habe ich auch ganz gerne gewählt. Ja, naja, ne? Sehe ich hier was Neues? Können wir gleich mal schauen. Oh, moderner Bob. Der ist in der Tat modern. Ja. Das ist eine sehr elegante Frisur, ne? Also das würde ich jetzt nicht dem Forschungstrupp hier geben, der hier die ganze Zeit überall rumläuft, aber ja. Ups. Geflochten. Moderne Stachelhaare. Okay, was hiervon hat dich jetzt an Kelia erinnert? So. Wisst ihr was? Wir nehmen mal hier den Haarknoten. So, steht hier welche neue? Nee, ne? Naja. Zur. Ui, es ist hell. Okay. Ich bleib bei schwarz. So. Okay, super. Wir haben eine neue Frisur. Ich habe euch das einmal gezeigt. Wow, ihr könnt hier richtig euren Charakter customizen. Woo. Ich weiß noch, damals Pokémon XY, wie viel Spaß ich da auch hatte. Outfits und sowas zusammenstellen für den Charakter. Fand ich sehr cool da mit diesen Modeläden und so. Ich war so richtig so, oh mein Gott, das kann man in Pokémon machen, voll cool. Ich weiß nicht, ob das in Schwarz-Weiß, Schwarz-Weiß 2 auch ging. Habe ich ja nicht gespielt. Aber war ich so voll, boah, war ich voll dabei. Schwertschild fand ich auch super. Und das hat mir in Karmesin Purpur ein bisschen gefehlt. So diese Entfaltungsmöglichkeiten. So, hast du eine neue Quest? Nein, sieht nicht so aus. Gut, das heißt, wir haben mittlerweile, naja, immer weniger Nebenmissionen. Ja, das Lauch, den sammeln wir so nebenbei. Ne? Also, das ist halt wirklich, das ist echt viel. Ja. Okay, wir müssen hier noch das eine Ding hier holen, ne? Ich habe schon wieder vergessen, wo der ist. Ich glaube... Orius? Fehlt uns? Den muss ich mal auch demnächst aufsuchen. Naja, okay. Ich gucke ganz kurz. Ja, also eins von beiden hier kommt dann am Donnerstag in der Folge. Da nehme ich mir dann die Zeit. Wobei die Legende des Meeres, wenn man weiß, was man machen muss, dauert tatsächlich gar nicht so lange. Naja, ihr seht, die Nebenmissionen finden langsam ein Ende und dann können wir schon ganz viel Pokémon fangen, um den Pokédex ein bisschen, naja, zu vervollständigen, damit wir Arceus treffen können. Ha, Mensch, so, schön. Folge habe ich sehr lang gezogen. Ich hoffe, das war jetzt nicht schlimm und ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Auch neben meinem ganzen Gequassel hier. Ja, wir sehen uns beim nächsten Mal, ne? Ciao, ciao!